Gut, eine neue Folge des neuen Projekts Telonym-Fragen. Ich beantworte euch Telonym-Fragen von Telonym, die ihr mir gestellt habt. Dann beginnen wir gleich mal, fangen wir mit der ersten Frage an. Beantworte ich da mal, ich glaube, fünf oder sechs Fragen, habe ich mir sechs Fragen müssen es sein, habe ich mir jetzt rausgesucht, die ich euch beantworte. Und dann spielen wir Lego Herr der Ringe, nur die Ruhe. Machen wir mal kurz die ersten 10 Minuten ein bisschen Fragen beantworten. FAQ. Q&A, wo er FAQ war. Okay, obwohl es ist, manche Fragen sind ja auch wirklich frequent geasked. Sehr wirklich. Ja. Die erste Frage. Schon mal die Polizei gerufen? Wenn ja, wieso? Die Polizei gerufen. Also muss ich sagen, ja, einmal habe ich die Polizei gerufen, einmal gab es das, da gab es auch ein Video zu auf meinem Kanal vor Jahren. Das war, als ich mal als ich ausgeraubt wurde, als ich von der Schule kam auf dem Weg nach Hause. Es muss entweder 2016 oder 2017 gewesen sein. Also ist schon einige Jahre her. Da wurde ich mal auf dem Nachhauseweg überfallen, da hat mir jemand ein Messer vor die Brust gehalten und hat mir mein Smartphone, mein Handy abgenommen. Hat mich ausgeraubt mit einem Messer und danach habe ich dann, beziehungsweise meine Eltern haben die Polizei gerufen und dann, ja, haben die meine Personalien aufgenommen, die haben natürlich, und dann ist dann, haben wir Anzeige erstattet gegen Unbekannt. Ja. An den Täter, der mir, an den Räuber, der mir das Handy geklaut hat. Deswegen habe ich damals die Polizei gerufen. Und ich frage sie, ob ich es gerufen habe, ob ich selbst Probleme damit hatte. Könnt ihr einfach nicht mehr fragen. Könnt ihr mal meine Frage werden. Aber Polizei gerufen, ja, selbst einmal, also einmal vor ein paar Jahren, wegen des Überfalls. Da gibt es ein YouTube-Video zu von 2016, 2017. Irgendwo habe ich das erwähnt. Seitdem habe ich nicht mehr die Polizei gerufen. Seitdem habe ich mit der Polizei nicht mehr Kontakt gehabt. Obwohl Kontakt gehabt ist nicht richtig. Ein paar Mal bin ich schon mal mit der Polizei in Kontakt geraten. Das ist also. Aber angerufen, selbst die Polizei gerufen, nicht. Nein. Seitdem nicht. Nee. Ich überlege gerade, nein, wirklich nicht. Gerufen, wirklich nicht. Glaubst du an Horoskope? Ist die nächste Frage. Und die Antwort darauf ist einfach, nee, definitiv nicht. Ich glaube definitiv nicht an Horoskope. Ist absoluter Humbug, wie ich denke. Ist für mich, also halt für absoluten Schwachsinn. In dem Horoskop steht auch manchmal wirklich der abenteuerlichste Blödsinn drin. Das ist wirklich manchmal Bullshit, was da drin steht. Das ist ja. Ich kann ja gerade mal gucken. Horoskop für heute. Guck mal gerade hier. Wenn Sternzeichen hier mal gerade gucken und mal. Was steht denn hier so für meine. Was steht denn hier so? Ihr bester Tag. Ah, heute ist mein bester Tag im Leben. Aha, okay. Der Mond steht im sinnlichen Stier. Und ab heute dann auch Venus. Sie fühlen sich wie im siebten Himmel. Sie sind von magischer Energie umgeben. Ach, das ist für den Vormittag und für den Nachmittag. Die Liebe hat sie im Visier. Singles haben die beste Chance, nicht den passenden Partner zu finden. Und am Abend steht da romantische Stunden. Also, ja, dann lass uns doch mal ein paar romantische Stunden jetzt hier im Stream haben. Das ist doch hier wirklich, das ist live im Stream bei Lego Herr der Ringe. Das ist, Liebe hat mich im Visier. Das ist, ja, wo stehen denn meine Chancen für die Liebe? Das ist jetzt hier, ja. War heute ein wundervoller Tag im Homeschooling.
Ja, es ist ja Horoskope. Wollen wir noch länger drüber reden? Das ist, ich hau hier auf den Tisch vor Entsetztheit. Das ist ja, da steht wirklich manchmal nichtssagender Blödsinn drin. Es ist nach dem Horoskop müsste ich schon 50 Mal verheiratet haben, sein und dann sonst wahnsinnig Glück. Also ich habe sowieso immer wahnsinnig Glück in der Liebe und bin sehr beliebt und habe wundervolle Tage, habe wundervolle Zeiten und mir geht's immer sehr gut. Also es ist immer wilden Sex und so weiter, alles, also was die Horoskope mir sagen, das ist ja, was ein Blödsinn. Welche Sprache klingt am schönsten, ist die nächste Frage. Sprache. Also ihr stellt wirklich Fragen auf Telonym, das ist, er stellt mir Fragen. Da stelle ich mir Fragen. Wenn ich eure Fragen sehe. Ich weiß nicht, was ist denn was ist die schönste Sprache? Was ist die schönste Sprache der Welt? Also vom Klang her, vom reinen Klang her, vom Tonklang her, also, ich glaube wieder Bullshit. Also, welche Sprache klingt am schönsten? Japanisch würde ich sagen, Japanisch klingt für mich nicht übel. Also das ist so, Japanisch würde ich sagen, das ist schon, klingt schon edel. Kann man sich anhören. Deutsch ist halt auch Deutsch ist eine ziemlich hässliche Sprache. Das kann schon ziemlich hässlich sein. Aber manchmal kann die deutsche Sprache auch sehr schön sein. Also, die deutsche Sprache kann beides hässlich sein und schön sein. Das ist also, so in Gedichten, in Literatur und so weiter kann die deutsche Sprache schon wirklich sehr schön klingen, könnte wirklich fast schon, ich weiß nicht, ob man sagen kann, natürlich, was meine Muttersprache ist, irgendwie kann man sagen, ist man irgendwie, sind vorbelastet, aber weiß nicht, ist das die schönste klingende Sprache? Wie gesagt, Japanisch ein bisschen. Also in Sachen Filmsynchronisation, finde ich, ist die deutsche Sprache wirklich manchmal, gibt es schon Fälle, Filmsynchronisation, wo die deutsche Synchronisation manchmal sogar besser ist als das Original, als das englische Original oder so. Das würde das wirklich dann schon stellenweise wirklich. Also deutsche Filmsynchronisation muss man auf jeden Fall sagen. Also ich kenne da wenig andere Länder, die so glücklich sein können mit ihrer Filmsynchronisation. Also das ist wirklich. Das ist eine mutige Behauptung, aber die stelle ich jetzt einfach mal in den Raum und sage einfach mal, wir in Deutschland haben die besten Filmsynchronsprecher. Wir haben wirklich, also wirklich, braucht man sich nicht zu verstecken mit das. Wir haben wirklich, die Filme sind sehr gut synchronisiert. Gibt es etwas, wofür du dich entschuldigt hättest, aber es nie getan hast? Entschuldigen. Nö, eigentlich nicht. Kann ich mich nicht. Kann ich nicht sagen. Also meistens bin ich der sich sofort entschuldigt und wenn er was falsch gemacht hat, sofort hingeht und dann auch sagt, ja, okay, ich habe es jetzt gerade, ich habe es jetzt im Nachhinein bemerkt, war scheiße. Tut mir leid. Lass uns mal drüber reden. Also ich bin eigentlich immer ganz ehrlich und gehe dann, reflektiere dann sofort und sage dann, war jetzt doch gerade keine so geile Aktion und mach's dann doch. Ich bin eigentlich sofort immer, oder am nächsten Tag oder so, also ich bin also so schnell wie möglich. Also normalerweise entschuldige mich immer, so wie es geht, sofort, sobald. Ja, manchmal werden meine Entschuldigungen nicht angenommen. Das hatte ich auch schon ein oder andere Mal, dass halt wirklich das Entschuldigungsversuch von mir nicht, also dass halt ein Sorry von mir nicht anerkannt wird, dass da wirklich gesagt wird, dass dann
Gegenüber dann wirklich stur ist und dann sagt, nee, nehme ich dir immer noch übel. Das macht mich manchmal traurig, das sind dann Sachen, die mir manchmal, was mir dann schwerfällt, wo ich dann, das finde ich schlecht, und an mir, wenn mir meine Entschuldigung, wenn die Entschuldigung nicht angenommen wird, das gab es schon das ein und andere Mal, dass dann trotzdem noch Krieg von der einen Seite, von der anderen Seite kommt, also von mir aus, also von meiner Seite aus habe ich immer bisher immer, ne, ich entschuldige mich mal sofort. Gibt es etwas, das du gerne haben würdest, das du aber nicht bekommst? Nö, eigentlich auch das nicht. Eigentlich habe ich auch das nicht. Da ist dieses Haben, dieses, sie möchte das haben, dieses Haben, 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 das ist. Ja, Kinder wollen das immer gerne. Also Kinder sind das immer, die da, Kinder wollen Sachen haben. Aber ich glaube, das ist so, ich glaube, wenn man erwachsen wird, ist das so ein bisschen so eine Sache, dass man ein bisschen weniger so aufs Haben guckt, dass man so ein bisschen. Ich bin auch eigentlich sehr genügsam. Also ich brauche nicht sonderlich viel zum glücklich sein. Ich habe also was Leckeres zum Essen abends auf dem Tisch. Das ist, da bin ich glücklich, und ich habe eine volle Steam-Bibliothek. So Spiele habe ich. Ab und an kaufe ich mir, also wenn ich ein Spiel haben will, was jetzt gerade rauskommt, dann kaufe ich mir das dann, damit das dann. Habe ich viel gespart, und habe ich da irgendwie was, habe ich noch ein bisschen Geld übrig und so weiter, dann geht das, dann kaufe ich mir das. Und dann, nee, also so wirklich Sachen nicht bekommen. Früher als Kind gab es immer Sachen, die man nicht bekommen hat. Weil es dann hieß, erst zum Geburtstag und zu Weihnachten oder erst das nächste Taschengeld, dann kannst du dir leisten und so weiter. Von deinem Taschengeld und so. Als Kind, ja, sehr viel. Als Kind wollte ich ganz viele Sachen haben, die ich auch teilweise nicht gekriegt habe. Das ist aber, das gehört dazu. Das ist nicht wild. Ich habe auch vieles gekriegt, was ich mir gewünscht habe. Es ist einfach so, ja, als Kind kriegst du nicht alles in den Rachen gestopft, was der wünscht, wo du darauf zeigst, Mama, will ich haben. Es ist, ja. Manchmal kriegst du es, manchmal nicht. Dann wünschst du es dir zum nächsten Geburtstag und dann hast du es. Also bisher. Jetzt habe ich jetzt im Erwachsenenleben. Nö, also wenn ich wirklich was dringend haben will, dann hole ich mir das. Dann spare ich drauf und dann nehme ich mir ein bisschen Geld zurück und dann ab dafür. Das ist. Gab es bis jetzt nicht wirklich, wo ich was nicht bekommen hätte. Ja, ich brauche auch nicht sonderlich viel. Also könnte jetzt sagen, dass man die PS5 haben will, aber dass die nicht gibt, dass du die nicht kaufen kannst, die zu teuer ist. Aber ich will die PS5 nicht. Das sind Sachen, das ist. Ich brauche nicht. Ich, wie gesagt, ich brauche nicht so viel. Ich brauche nicht so viel. Es gibt nicht so viele Sachen, die ich haben will. Deswegen. Gibt es auch nicht so viele Sachen, ich will nur Sachen haben, die ich bekommen kann. Und dann bekomme ich sie auch. Versteht ihr? Das ist. Ein leckeres Abendessen bekomme ich leicht. Gehe ich zum Supermarkt rüber und kaufe mir eine hübsche Schnitte. Mit Belag drauf. Ja. Ist nicht so schwer, ein schönes Abendessen zu kriegen. Verstehst du dich besser mit Jungs oder mit Mädels? Die nächste Frage. Also wahrscheinlich weder noch, wahrscheinlich ist also wahrscheinlich verstehe ich mich weder mit Jungs noch mit Mädels. Also ich bin ein sehr introvertierter Mensch, also ich bin wirklich sehr introvertiert und bin wirklich lieber alleine. Ich bin wirklich. Ich hab Bock drauf. Ich schöpfe die meiste Energie aus dem
alleine sein und mich ausruhen und entspannen und nicht Partys feiern, nicht mit vielen Leuten zusammen sein. Ich komme am besten aus, wenn ich nicht so viele Menschen um mich herum habe, wenn da nicht so viel, wenn nicht so groß Party ist und so weiter. Das ist, dann komme ich komme am besten mit mir selbst zurecht. Ja. Früher in der Grundschule viel mit Mädchen, also früher in der Grundschule, ja, ich glaube, das war bei jedem irgendwie so, das ist, in der ersten, zweiten Klasse hat man noch, da war es scheißegal, da hat man Mädchen und Jungs als Freunde gehabt, da hat das Geschlecht noch nicht so viel Rolle gespielt, da ist und, ja, momentan, wenn ich überhaupt mal Kontakte habe, also Online-Kontakte vielleicht, also mit Online-Gesprächen, also mit meinem 4.5-Discord, da ist auch eine Frau mit dabei, aber die Ninlein ist auch mit dabei, aber weitestgehend, also das meistens, also wenn mal Kontakte sind, dann meistens bei mir mit Männern meines Alters, das ist also mit. Das ist wirklich schon, kann man so sehen. Das ist ein bisschen, auch ein paar Leute, die älter sind als ich. Da gibt es ein paar Leute, mit denen ich oft zusammen bin, die dann auch ein Stück älter sind. Ja, bei meiner Community sind da natürlich auch Leute, die jünger sind als ich. Aber so, also die Leute, mit denen ich mich wirklich abgebe, mit denen ich was spiele, mit denen ich wirklich da die Zeit verbringe, das ist dann. Die Leute, mit denen ich, also der Mordi zum Beispiel, der ist ungefähr in meinem Alter. Obwohl, der ist, glaube ich, ein bisschen jünger. Der ist ein paar Jahre jünger als ich. Ja, das ist ungefähr. Ist ja alles. Ich habe aber auch nichts gegen Frauen. Es ist, ja. Auch Ninlein finde ich gut. Mit der kann ich auch Spiele spielen. Das ist auch, habe ich auch kein Problem. Mal mit Frauen abzuhängen, wenn die mit mir abhängen wollen. Das ist halt ist ein Blackie, das ist mit der hänge ich auch ab und zu mal. Sehr selten, aber wenn schreibt man auch mal ein bisschen, haben wir auch kein Problem miteinander. Das ist ja. Verstehe mich mit allen Menschen, das ist, oder halt nicht. Meistens doch eher nicht. Meistens verstehe ich mich auch nicht mit Menschen, brauche dann halt doch meine Ruhe. Aber die paar ausgewählten Leute, mit denen ich verstehe, das ist also doch erschreckend viele Jungs und Männer, aber ist vielleicht auch nicht so überraschend, dass ich mich mehr mit Männern verstehe. Ja, das ist. Gut, haben wir mal wieder eine Folge Telonym, fragt, wer die Telonym aufgenommen. Ob ich noch oben so zurecht gefallen haben, YouTube. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim nächsten Video. Haut rein. Ciao!